Ja, Leute, es geht mir eigentlich gerade diesmal um ein ziemlich ernstes Thema. Und zwar haben viele natürlich vielleicht schon mitbekommen, das Video von mir, Tanzverbot in Baro 4, wo ich sehr viel Mühe reingesteckt habe, wirklich mein ganzes Herz dort reingeflossen habe und dann der YouTuber Steinente mich geschlagen hat, bedroht hat, mir meine Kamerakarte geklaut hat, damit jegliche Beweise weg sind. Ja, ich fand das halt einfach richtig schlimm von ihm und da sagt man zu ihm natürlich auch mal Hurensohn, das ist an der Stelle natürlich auch selbstverständlich, aber dass er einfach sowas abzieht nach all der langen Zeit und das ist einfach, ich weiß selber nicht, wie ein Mensch so sein kann, wo man so etwas macht, wieso man einfach die Idee klaut, das Video auf seinem Kanal hochlädt, nur weil ich ihm die Erlaubnis gebe, es ist einfach nur traurig.